erster Tag. Yeah. Wir sind fit, sind völlig ausgeschlafen und... Guten Morgen. Erster Tag Colombo. Wir sind so müde. Aber wir haben es geschafft. Wir sind hier. Oh, aber wir werden gar nicht richtig wach. Man sieht's. Man kriegt die Augen überhaupt nicht auf. Ja, und es ist gleich ganz anders. Aber wenn man jetzt hier gerade hört, die Autos hupen, die Luft ist anders. Nach gestern Abend haben wir gedacht, uns trifft hier der Schlag, wenn wir morgens die Tür aufmachen. Jetzt haben wir mittags und uns trifft nicht der Schlag. Also es ist eigentlich recht angenehm, muss ich sagen. Ja, und wir hatten jetzt gerade schon ein Streifenhörnchen zu Besuch. Oder wie heißen die Eichhörnchen? Streifenhörnchen? Auf jeden Fall was Gestreiftes, was durch die Gegend rennt. In der Nacht habe ich gedacht, das wäre eine Ratte, die über unser Haus da läuft. Ja, aber anscheinend haben wir hier einen kleinen Mitbewohner. Ja, es sieht hier auch echt interessant aus. Wir sind hier jetzt in einem Hinterhof. Also unser Balkon hat eine gute Aussicht. Ich kann das hier mal einmal zeigen. Ja, das ist der Blick einmal hier runter. So, und da geht's gleich zu den Nachbarn. Wir sind hier irgendwo in einer Häuserschlucht untergekommen. Aber ich hab's so vermisst. Jetzt, wo man das alles sieht, also, was ist denn hier innen los? Hier sind komische Geräusche, keine Ahnung woher. Ja, aber dieses ganze hektische Treiben, ich bin so gespannt, wenn wir gleich in der Stadt unterwegs sind. Also erinnert total an Thailand. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein bisschen Indien mit dabei, wir schauen gleich mal. Ja, wie gesagt, also wir sind hier, echt noch ziemlich fertig aus. Oh, da ist das Streifenhörnchen. Das hier, man sieht, da rennt es gerade. Ja, da ist es jetzt gleich weg. Das rennt den ganzen Zaun entlang. Wie süß. Wir sind jetzt in Sri Lanka den ersten Tag unterwegs, sind gerade aus unserer Unterkunft raus. Die ist echt richtig gut. Bis auf das Bad, aber es sind halt sri lankanische Verhältnisse. Aber wir haben gut geschlafen bis mittags. Wir sind immer noch todmüde, aber wir haben uns jetzt einfach mal aus dem Bett gekämpft. Ja, und laufen jetzt durch die Stadt auf der Suche nach einem Supermarkt. Der Besitzer von unserem Guesthouse, der hat uns gesagt, dass hier eine große Shopping Mall in der Nähe ist. Da wollen wir uns erstmal was zu essen und zu trinken holen und nochmal einen anderen Adapter, weil unser Weltadapter nicht in die Steckdosen im Haus passt, warum auch immer. Und ja, dass wir zumindest dann unser Handy und alle Sachen aufladen können, weil sonst geht uns irgendwann der Strom aus. Ansonsten fühlen wir uns echt schon wie zu Hause. Sri Lanka erinnert uns so sehr an Thailand. Vor allem das ganze Gehupe auf den Straßen und der Verkehr. Aber die Leute sind mega nett bisher. Die sind sehr hilfsbereit und auch sehr zurückhaltend, finde ich, so auf den ersten Blick. Ja, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen, was dann so an Eindrücken auf uns zukommt. Wir sind gleich in die Nähe von einem Park. In die Nähe? In der Nähe heißt es. Wir sind gleich in der Nähe von einem Park. Und die Bank haben wir auch direkt um die Ecke, sodass es wahrscheinlich keine Probleme geben wird, an Geld zu kommen und diese ganzen Sachen zu regeln. Und wir haben erst gedacht, dass es wahrscheinlich brütend heiß sein wird, nachdem wir nachts am Flughafen angekommen sind, weil uns das echt erschlagen hat. Aber wenn man jetzt hier tagsüber durch die Gegend läuft, ist es eigentlich angenehm. Und ja, wir fühlen uns schon so, als wären wir nie weg gewesen. So, noch eine zweite Runde ins Supercenter. Das Supercenter, dachten wir eigentlich, wäre der so riesiges Einkaufszentrum. Das ist aber ein immens großer Supermarkt. Also, unser Vermieter in der Unterkunft hatte gesagt, dass wir auf dem Food Court wären. Das, was wir gefunden haben, ist irgendwie ein kleiner, überfüllter Raum. Aber wahrscheinlich ist es das, was er gemeint hat. Wir schauen jetzt einfach mal und laufen weiter lustig drauf los. So, und rein geht es wieder.
Es ist kurz nach 6. Steffen schläft doch halb und wird nicht wach. Wir gehen jetzt gleich nach Colombo in das, wie heißt das, wo wir unser Visum verlängern. Irgend so ein Services-Büro in der Nähe vom Strand. Viertelstunde zu laufen, wenn wir richtig geguckt haben bei Google. Und wir machen uns dann jetzt gleich erstmal auf den Weg. Heute ist der zweite Tag in Colombo. Gestern waren wir schon ein bisschen unterwegs, allerdings haben wir nicht wirklich viel gesehen. Jetzt ist es gerade, wie gesagt, sehr früh und wir machen uns jetzt auf den Weg, um unser Visum zu verlängern. Steffen ist gerade duschen, ich gehe jetzt gleich auch duschen. Ja, und dann gehen wir erstmal raus. Wetter scheint jetzt ganz gut zu sein. Gestern Abend gab es einen Sturzregen. Es hat hier durch die Decke getropft. Heute Morgen oder mitten in der Nacht gab es eine große Kakerlaken-Konfrontation auf der Toilette. Die war mindestens so groß und dann hatte die noch so lange Fühler dabei. Ja, aber ich war ganz tapfer. Erst bin ich zur Seite gesprungen, aber ich bin ja ein kleiner Held und deswegen habe ich es auch geschafft, mit der Kakerlake zusammen zur Toilette zu gehen. Ja, also die Kakerlake, ich weiß nicht, was die gemacht hat. Wahrscheinlich hat sie Toilettenwasser getrunken. Irgendwo unter der Toilette. Ja, ansonsten ist es hier relativ ruhig. Man hört die Straße gar nicht. Und ja, ich habe jetzt auch überhaupt nicht geschlafen, so wirklich. Deswegen bin ich auch noch ein bisschen müde und verpeilt. Aber was soll's, jetzt machen wir uns gleich fertig. Und ich springe unter die eiskalte Dusche, weil warmes Wasser gibt's hier nicht. Und dann bin ich auch wieder wach. Unser Streifenhündchen ist wieder zu Besuch. Huch. Es ist weg. Da war eigentlich ein Streifenhörnchen. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Ich war zu langsam. Wir waren gerade im Service Immigration Center und haben unser Visum verlängern lassen. Wir haben erst gedacht, wir sind über den Tisch gezogen worden, weil wir mehr bezahlt haben als erwartet. Wie sich aber herausgestellt hat, gibt es zwei Orte in Colombo, wo man sein Visum verlängern kann. Das eine ist mitten in der Stadt und das andere ist hier, wo wir eben waren, im Service Center. Dort kostet es einiges mehr, dafür hat man auch überhaupt keinen Stress. Man gibt einfach seinen Pass dort ab, füllt nur ein paar Kleinigkeiten aus und kann ihn dann abends wieder abholen. Das hat jetzt zwar ein bisschen mehr gekostet, dafür hatten wir überhaupt keinen Stress und haben jetzt noch ein bisschen Zeit, uns Colombo anzuschauen. Hinter uns gebracht. Wir sind einmal durch Colombo gelaufen oder 20 Mal, ich weiß es nicht genau. Jetzt sind wir gerade auf einem Kinderfest gelandet. Hier gibt es ganz viele leckere Sachen im Park zu essen, aber wir sind schon satt, weil wir vorhin schon was anderes gegessen haben. Wir haben unser Visum jetzt in der Tasche. Ja, und für morgen wissen wir, wann die Züge gehen und müssen dann nachher nur noch unsere Klamotten packen und dann geht's morgen los. Heute Morgen nach Kalutara aufbrechen und den Zug um 10.25 Uhr nehmen. Leider hat das nicht geklappt. Wir waren jetzt noch am ATM, um Geld zu holen. Wir waren nicht schnell genug. Der ATM hat unser Geld wieder eingezogen. Ja, jetzt müssen wir bis 14.25 Uhr warten. Mussten leider jetzt auch unser Zimmer schon räumen. Jetzt haben wir unser Gepäck in unserer Unterkunft gelassen.
und sitzen jetzt gerade noch im Park und gehen gleich vielleicht noch was essen und dann machen wir uns dann danach irgendwie auf den Weg. My patience just begun.